Oh, weiß ich, oh, ich heute. Ich will schön etwas Erfrischendes zu trinken. Hey, wer ist heute an der Bar? Wo sind denn alle? Hallo? Leute? Ist hier jemand? Habt ihr Wassermelonensaft? Schenkt mir heute jemand ein oder nicht? Oder ich mache ihn selbst. Wer kann mir sagen, was ich für Wassermelonensaft tun muss? Und? Irgendjemand? Hält hier rein? Nein? Du sollst dich schämen. Für einen Wassermelonsaft braucht man also zunächst einmal eine Wassermelone. Was aber, wenn keine Wassermelone zur Hand ist? Die Antwort ist einfach. Konzentration, Fokussierung und voila! Wir nehmen Wasser und ein paar leckere Bonbons. Natürlich mit Wassermelonengeschmack. Weg mit dem Papier. So ist es besser. Schaut genau hin und macht euch Notizen. Wir lösen unsere Bonbons in einem Glas Wasser auf. Oh, was für eine leuchtende Farbe. Sieht aus wie Wassermelonsaft, oder? Lasst uns probieren. Das riecht wie eine echte Wassermelone. Ah, Peter, bist du das? Natürlich bin ich das, Sammy. Also erzähl mal, was hast du vor, Kumpel? Ich wollte Wassermelonsaft machen, aber du hast mir das Glas weggenommen. Oh, mein Fehler. Lass mich dich mit dem besten Wassermelonsaft verwöhnen, den du je getrunken hast. Direkt von diesem hübschen Kumpel. Oh, Peter! Was für ein Riese. Ich glaube nicht, dass ich so viel Saft trinken kann. Na gut. Dann nehmen wir eben eine kleinere Wassermelone. Das riecht mal genial. Und wie kommen wir an den Saft? Ganz einfach. Wir machen hier ein Loch rein. Und was brauchen wir dazu? Nur das. Guck mal. Ziel anvisiert und... Autsch. Es hat nicht geklappt. Na gut. Ich glaube, wir müssen unser Werkzeug verbessern. Weißt du, Peter? Ich glaube, du hast was falsch gemacht. Moment mal. Wir brauchen etwas Scharfes. Wie seine Zähne? Peter? Ach, was soll's? Was ist nur heute mit mir los? So leicht gebe ich nicht auf. Ja! Ah! Ah! Bim-bam. Peter, bist du okay? Peter, hörst du mich? Sprich mit mir! Bin in Ordnung. Puh. Freunde, bitte nicht wiederholen. Mein lieber Peter, aus dem Weg. Ja. Aua! Bitte sag, dass ich ihn erwischt habe. Du hast es geschafft, Sammy. Gut gemacht. Und ein Hoch auf dein Einfallsreichtum. Melone, endlich. Ist das süß. Für den nächsten Schritt brauchen wir das. Wir müssen das Fruchtfleisch unserer Wassermelone richtig gut pürieren. Mal sehen, was wir hier drin haben. Da ist noch ein bisschen Arbeit nötig. Und ich zeig dir einen Lifehack. Schau mal. Sieht lustig aus. Lass mich mal probieren. Ja. Tut mir leid, Sammy. Mir ist ein Wassermelonenkern in die Nase geflogen. Ich sag's dir, du blöde Wassermelone. Niemand wirft mit Kern nach mir. Nimm das, du Fruchtfleisch. Oh, oh. Bring die Gläser. Ich hab ein Cocktailschirmchen. Flieg nicht so weit, Sammy. In der Zwischenzeit mache ich ein paar Schnitte. Wir nehmen diesen Teil eines Plastikbechers, legen ihn so auf die Wassermelone und zeichnen ihn mit einem Filzstift nach. Toll. Jetzt schneiden wir den Überstand ab. Was habe ich verpeilt? Nicht viel, ich bin fast fertig. Lass mich dir helfen, ich habe eine Idee. Welche denn? Hier, nimm das bitte. Ich bin doch der beste Helfer, oder? Jetzt nehmen wir dieses schöne Detail, fügen es so ein und fangen an zu zeichnen. Mhm. 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 Und fertig. Jetzt kann uns die Wassermelone sehen. Was kommt als nächstes, Peter? Nun, das kann man wegwerfen. Ah, will ich überhaupt natürlich abgeben? Hier ist es. Vor und zurück, vor und zurück. Jetzt lässt sich der Saft nicht nur bequem einschenken, sondern macht auch noch Spaß. So, das zweite Glas. Und das Schirmchen. Also bereit zum Ausprobieren? Soll das ein Witz sein? Ich dachte, das passiert Prost. Nie. Zum Wohl. Es ist unglaublich lecker und erfrischend an einem heißen Tag. Probiert ihr auch, Freunde. 100%. Das ist der beste Wassermelonsaft, den ich je getrunken habe. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Nicht vergessen, Daumen hoch, abonnieren. Hast du es vergessen? Susi wollte, dass wir mehrere Bastelarbeiten machen, nicht nur eine. Oh ja, dann brauchen wir noch eine. Na, was können wir noch machen? Lass mich nachdenken. Ha, ich habe eine Idee. Hier ist die wissenschaftliche Entdeckung mit dem Titel Was können wir noch tun? Nächste Folie, bitte. Okay. Also, was passiert, wenn man eine Wassermelone backt? Machen wir das? Ich würde es gerne versuchen, wenn wir einen Ofen hätten. Ach du grüne Neune. Dann
die nächste Folie. Ich sagte, die nächste Folie. Ah ja, stimmt. Wir versuchen, ein Wassermelonen-Sandwich zu machen, oder? Und das ist mein Favorit. Schneller, schneller. Okay, okay. Mein Favorit ist der Wassermelonen-Helm. Ich stimme für ihn. Was meinst du, Peter? Alle Ideen sind toll, Sammy. Aber eins hast du vergessen. Wie bitte? Was denn? Okay. Du hast nicht angeboten, Wassermelonen-Dekoration zu machen. Was? Kann man Wassermelonen verzieren? Okay, fangen wir an. Mit etwas Braunem. Sam, was machst du da? Ist das ein ganzer Löffel Schokolade? Du hast recht. Ein Löffel ist eindeutig zu wenig. Das Nein, Sammy, hör auf. Und ein paar rote Bonbons. Warte, Sammy, hör auf. Und zum Schluss Regenbogenstreusel. Okay, ich hab's kapiert. Niemand liebt Süßigkeiten mehr als du. Okay, das war nur ein Scherz, Leute. Ich muss hier sauber machen. Was? Gefällt dir meine Dekoration nicht? Eigentlich meinte ich was anderes. Ich finde, wir sollten Deko aus Wassermelonen machen. Was meinst du? Heiliger Pimper, ich liebe diese Toll, dann such dir eine Wassermelone aus. Eine auswählen? Aber die sind doch alle gleich. Überhaupt nicht, ich zeig's dir jetzt. Diese Melone ist dunkelgrün mit hellgrünen Streifen. Und diese ist hellgrün mit dunkelgrünen Streifen. Aber welche ist besser? Diese. Ich glaub nicht. Und die hier? Es ist zu schwierig. Und Sammy, welche Wassermelone nehmen wir? Die da. Und du kümmerst dich um die beiden. Und wieso bin ich nicht überrascht? Heute nicht, du Grünschnabel. Kia! Und was kommt als nächstes? Du musst dich für eine entscheiden. Oh nein, nicht schon wieder. War doch nur ein Scherz. Weißt du was, Komiker? Kümmere dich um deinen Kram. Und ich kümmere mich um meinen. Na gut, das macht mir nichts aus. Als erstes machen wir eine Palme. Und dann kommt der Teddybär. Du kannst alle Ausstechformen nehmen, mein Freund. Hauptsache, alles passt. Guck mal, ich hab dir doch gesagt, dass es so etwas wie ein Wassermelon-Sandwich gibt. Wow, lass mal sehen. Jetzt müssen wir nur noch den Überschuss entfernen und die Wassermelone genießen. Ich bezweifle, dass du schon mal einen Wassermelonen-Dinosaurier probiert hast. Schau, was wir alles haben. Was sagst du, Sammy? Ach du grüne Neune, die sind aber süß. Juhu. Wow, der Wassermelone scheint das Video gefallen zu haben. Nicht vergessen auch zu liken. Und so dekoriert man ein Glas mit leckerem Wassermelonensaft. Toll, oder? Lecker und schön. Was braucht man mehr an einem heißen Tag? Genau, Freunde, vergesst nicht, dieses Video mit euren Freunden zu teilen und abonniert uns. Tschüssi! Wir sehen uns bald wieder und danke fürs Zuschauen. Tschüssi, ich fühle mich, als würde ich schmelzen. Dieses Ding bläst gar nicht in meine Richtung. Diese Hitze ist unerträglich. Ich sag dir, im Sommer gibt's nichts Gutes. Komm schon, Sammy. Es ist nicht jeder Tag heiß. Und was ist mit Schwimmen, Wassermelone essen? Wassermelonen? Aber natürlich. Erfrischende Wassermelonen-Tricks. Das brauchen wir echt. Super Idee, Sammy. Hallo Leute, seht euch an, was wir hier haben. Eine große, schöne und so sommerliche Wassermelone. Schaut euch nur ihre gestreifte Schale an und stellt euch ihr Fruchtfleisch vor. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Wir wissen alle, wie sehr du Wassermelone liebst, Susi. Hi Leute! Stimmt. Und heute machen wir ein paar coole und sehr leckere Basteleien mit dieser tollen Frucht. Leute, bittet einen Erwachsenen, euch die Wassermelone in zwei Hälften zu schneiden. Man sollte mit Messern immer vorsichtig sein, wisst ihr? Und voila! Oh, sie sieht so gut aus. Ich bin bereit zum Essen. Warte, noch ist hier keiner irgendwas. Aber danke für den Löffel. Jetzt müssen wir sie vom Fruchtfleisch befreien. Das wird Spaß machen. Löffel für Löffel. So sollte sie aussehen, Leute. Susi, jemand wartet auf dich. Sammy, es hat bestimmt lange gedauert, all die Gummibären zu sammeln. Ach, ist schon in Ordnung. Du weißt, ich helfe gern. Leute, seid sehr vorsichtig und benutzt den Herd nie ohne einen Erwachsenen. Hier kommen unsere Gummibären. Upp. Zusammen mit Leitungswasser. Und, wie ist der Whirlpool, Leute? Und jetzt geben wir etwas Gelatine mit Wassermelonengeschmack dazu. Perfekt. Oh, das wird super. Und sehr lecker. Komm schon, Susi. Nimm mir das ab. Leute, habt ihr schon erraten, was wir hier machen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen hoch. Und wenn nicht, schaut gut zu. So. Hier.
Sieht faszinierend aus, oder? Jetzt benutzen wir unsere liebste Eiskönigin Magie. Bist du bereit, Sammy? Ich wurde bereits geboren. Und? Hat es funktioniert? Wie geschmiert. Jetzt nochmal das Messer benutzen. Seid damit vorsichtig, Leute. Hier entlang. Ja. Und voilà. Perfekter Wassermelonen-Wackelpudding. Serviert. Probieren wir mal. Lecker. Ich frag mich, was als nächstes kommt. Ich hab mich nur als Babyhai verkleidet. Ja, und du hast unseren Zuschauern einen Hinweis auf die nächste Bastelei gegeben. Wirklich? Machen wir einen Wassermelonenhai? Genau das. Wir müssen unsere Wassermelone wieder in zwei Teile schneiden. Aber diesmal sollte der eine Teil größer sein. Wir malen das Haimaul mit einem Filzstift auf. Mach es größer, Susi. Hai haben riesige Mäuler, weißt du? Weiß ich, Sammy. Keine Sorge. Und fertig. Wie ihr bestimmt schon erraten habt, Leute, schneiden wir jetzt diesen Teil heraus. Ihr müsst wirklich vorsichtig sein. Hier entlang. Ihr könnt immer einen Erwachsenen um Hilfe bitten. Zusammen zu basteln macht Spaß und ist sicher. Oh, was für ein Kiefer. Ihr könnt mich leicht auffrischen, ohne zu kauen. Naja, nicht alle Haie sind bösartige Raubtiere. Leute, wir schneiden die Zähne des Hais aus. Fangen wir am Unterkiefer an. Warte kurz. Meinst du, dass es irgendwo vegetarische Haie gibt? Mhm. Die Wissenschaftler waren auch sehr überrascht, als sie feststellten, dass der sogenannte Schaufelnasenhammerhai sich größtenteils vom Seetang ernährt. Nicht schlecht. Diese Welt überrascht mich immer wieder. Oder, Leute? Dann gebt uns einen Daumen hoch. Inzwischen sind wir zur Hälfte fertig. Schaut euch nur diese Zähne an, Leute. Cool, oder? Beeilen wir uns mit dem Oberkiefer. Wasch. Es fehlt nur noch ein bisschen was, Leute. Wir müssen diese furchteinflößenden Zähne etwas ordentlicher machen. Wir schneiden das Grüne der Schale ab, damit der hellgrüne Teil sichtbar wird. So wie hier. Heiliger Bimbam, filigrane Arbeit, Susi. Danke, Sammy. ich glaube, wir haben etwas vergessen. Eine Flosse vielleicht? Stimmt, Sammy. So, klasse. Aber wie essen wir das ganze Fruchtfleisch auf, das in übrig geblieben ist? Eigentlich dachte ich, du könntest mir helfen. Darf ich? Wirklich? Super! Fertig! Gut gemacht, Sammy. Eine letzte Anpassung. Blaubeeraugen. Fertig. Genießt es, meine Damen und Herren. Leute, schau mal, was Josie macht. Was machst du jetzt, Josie? Glaub mir, das wirst du mögen. Ich gebe dir einen Tipp. Tada! Oh, leckere Wassermelonscheiben, die aussehen wie die Schichten eines Kuchens. Hurra! Du hast es erraten. Und das Beste ist, dass wir ihn nicht backen müssen. Ist das nicht toll, Leute? Wie jetzt? Kein Biskuit? Keine Buttercreme? Nope. Nur frische und leckere Früchte. Guck, hier. Wir haben Erdbeeren, Blaubeeren und Kiwi. Passt alles perfekt zusammen. Der Rest ist einfach. Wir nehmen die erste Kuchenschicht, bedecken sie mit Früchten und wiederholen das Ganze. Dekorieren wir jetzt? Schaut mal, was ich gefunden habe. Du kommst gerade richtig, Sammy. Machen wir kleine Fruchtsterne. Hopp! Schon fertig. Komm schon, Josie. Hier fehlen nur ein paar Kiwi-Sterne. Genau so. Oh, kreativ zu sein macht so viel Spaß. Macht eher Appetit, wenn du mich fragst. Und hier ist unser toller Fruchtkuchen, beziehungsweise Fruchtsalat, in all seiner Pracht. Leute, bevor wir unsere Wassermelonenbasteleien aufessen, wir haben ein wenig Fruchtfleisch über. Also dachte ich mir, warum machen wir keine perfekte, erfrischende Eiscreme? Oder eher Eis am Stiel. Hopp. Während der Mixer sie zerkleinert, abonniert doch schnell unseren Kanal, Leute. So, fertig. Jetzt müssen wir den Saft in den Formen verteilen.
Genau so, Leute. Ihr solltet etwas Platz übrig haben. Nur noch die letzte. Perfekt. Jetzt kommen die in den Kühlschrank. Inzwischen benutzen wir etwas Joghurt. Lecker. Joghurt? Aber Susi, wir haben doch schon mal Wassermeloneis gemacht und da kam sowas nicht vor. Ich weiß, Sammy. Diesmal machen wir es etwas anders. Würdest du den Mixer sauber machen, während ich Joghurt und Zucker verrühre? Wir brauchen ihn gleich nochmal. Oh, klingt mysteriös. Ich bin schon dran. Sehen wir uns unser Eis an. Aha, sie sind genau richtig, damit ich die Eisstiele reinschieben kann. Genau so. Unglaublich. Du schickst mich weg, während du das wichtigste Zeug machst? Oh, tut mir leid, Sammy. Hier, du kannst den Joghurt in die Eisform tun. 2 Löffel sind genug. Dabei mache ich die letzte Schicht von unserem Eis. Mit Kohlblättern. Ich weiß, hört sich komisch an, aber sie geben uns die perfekte grüne Farbe, die wir jetzt wirklich brauchen. Wir geben etwas Ingwer und Honig dazu. Genau so. Bist du sicher, dass wir noch Eis machen, Susi? Oh, Sammy. Ein Becher Orangensaft, der Deckel und los. Okay, jetzt, da die Joghurtschicht auch fest ist, können wir den Grünsaft über jedes Eis gießen. So wie hier. Und nach ungefähr 3 Stunden ist unser Eis am Stiel fertig. 3 Stunden? Komm schon. Das nenne ich echte Magie. Wow, es hat funktioniert. Sehen wir mal. Hier, bitteschön. Ein leckerer und gesunder Sommersnack. Leute, schnell. Erinnern wir uns an alles, was wir heute gemacht haben, bevor Susi mir das ganze Eis weggibt. Ich schätze, das brauchen wir nicht mehr. Leute, danke fürs Zuschauen. Gebt uns einen Daumen hoch und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Wir werden euch bald wieder mit neuen Basteleien überraschen. Tschüss. Okay, nur noch 1 Stück. Gut, gut, gut. Mal sehen, was wir hier haben. Okay. Hey, Susi, ich fordere dich auf. Schaff ein Kunstwerk aus dem Nichts heraus. Hey, Sam, ich bin irgendwie müde. Sei nicht so rüde. Ich bin am Verhungern, keine Zeit rumzulungern. Aber kochen ist gut und ich hab den Mut. Lass mal was versuchen, und zwar einen Wassermelonenkuchen. ist das dein Ernst? Warum nicht? Ich esse gerne Wassermelonen und du liebst Kuchen. Dann lass mich backen und ich werde mich anpacken. Gute Idee. In die Küche ich jetzt gehe. Jo. Hallo Leute. Wie ihr vielleicht schon durch unseren kleinen Rap-Battle erraten habt, wir backen heute einen coolen Wassermelonenkuchen. Mir läuft auch schon das Wasser im Mund zusammen. Bonjour, meine lieben Freunde. Und wie immer fangen wir mit dem Teig an. Das ist richtig. Wir geben Backpulver und Salz zum Mehl. Und vermischen alles gut. Sammy, das ist deine Aufgabe. Ich bin dabei, Susi. In der Zwischenzeit machen wir die andere Mischung. Wir nehmen diese Menge an zimmerwarmer Butter und geben eine 1/2 Tasse Pflanzenöl dazu. Gut. 2 Tassen Zucker. 1 und 2. So geht's.
dann noch diese magische Gelatine mit Wassermelonengeschmack. Mmh, riecht nach Sommer. Leute, wenn ihr Haushaltsgeräte benutzt, bittet lieber einen Erwachsenen um Hilfe. Jetzt geben wir 3 Eier in diese Mischung. Eins nach dem anderen. Leute, wenn ihr genauso gerne kocht wie wir, findet ihr auf unserem Kanal viele Videos dazu. Abonniert und drückt den Klingelknopf und ihr verpasst kein leckeres Rezept mehr. Hier kommt das 3. Ei. Und weiter mixen. Schaut euch die Konsistenz an. Mh, was für ein Duft. Oh, Julie, ist das von dir? Ja, mein Lieblingsvanilleextrakt. Wir mixen das jetzt nochmal richtig gut durch. Wassermelone und Vanille? Interessant. Jetzt geben wir die trockenen Zutaten zum Teig. Alles klar. Wir müssen alles gut mixen, damit keine Klumpen entstehen. Gebt dem Mixer Susi einen Daumen hoch, Leute. Ich habe noch 350 Milliliter Buttermilch dazugegeben. Aber der Farbton des Teigs gefällt mir noch nicht. Hopp! Es geht weiter. Was sagst du dazu, Susi? Oh, genau das brauchen wir, Sammy. Rot, gut gemacht. Wir geben jetzt ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe dazu. Und mischen es durch. Jetzt geben wir noch etwas Pink dazu. Damit es natürlicher aussieht. Das reicht schon. Leute, ihr braucht rote, pinke und weinrote Lebensmittelfarbe, um den perfekten Wassermelonenfarbton zu bekommen. Wow, ich finde, es sieht schon jetzt sehr gut aus. Wie seht ihr das? Gebt die Daumen hoch. Okay, wir machen 4 Biskuitböden. Also teilen wir unseren Teig in 4 gleichmäßige Stücke. Ein kleiner Tipp vom Chefkoch Samuel. Besprüht die Kuchenform mit Anti-Haftkochspray. Genau, dann bleibt nichts an der Backform kleben. Hier kommt unser erster Biskuitboden. Wow, fantastisch. So geht's. Wow, faszinierend. Ich könnte mir das den ganzen Tag anschauen. Was machst du da eigentlich? Na, Wassermelonenkerne natürlich. Jetzt backen wir das 30 Minuten im Ofen bei 180 Grad Celsius. Leute, wenn wir braten, kommen ein paar erfrischende Fakten über Wassermelonen. Wusstet ihr, dass eine Wassermelone sowohl eine Frucht als auch ein Gemüse ist? Sie wachsen wie Früchte aus Blüten, gehören aber zur gleichen Familie der Gurken und Kürbisse. Hier ist noch einer. Der 3. August ist der nationale Wassermelonentag. Außerdem ist die Wassermelone das offizielle Staatsgemüse von Oklahoma. Wassermelonen können unterschiedlich sein. Mit und ohne Kerne, riesig und ganz klein. Insgesamt gibt es etwa 1200 Sorten Wassermelonen. Und heute fügen wir der Liste eine weitere Sorte hinzu. Sammy. Weißt du, was ich wirklich gerne mal probieren würde? Eine rechteckige Wassermelone. Das stimmt. Japanische Bauern züchten sie. Die würde ich auch gerne mal probieren. Ah, das ist der Ofen. Heiliger Bimbam, unser Kuchen ist bald fertig. Leute, unsere Biskuitböden sind fertig. Und während sie abkühlen, bereiten wir die Glasur vor. Ich habe Eiweiß, Puderzucker, eine Prise Salz, Butter und Vanille vermischt. Es ist also eine normale Buttercreme. Hab's verstanden. Aber wie soll unsere Torte damit wie eine Wassermelone aussehen? Gib mir einen Moment und du wirst es sehen. Hopp, super. Wir haben unsere Glasur in 2 gleiche Teile geteilt. Den einen Teil stellen wir zur Seite und den anderen färben wir ein. Es ist wichtig, dass die Buttercreme farblich genauso aussieht wie die Biskuitböden. Mischt also die notwendigen Farben rein, bis ihr den perfekten Farbton habt. Los, Susi, lass uns anfangen, unsere Torte zu bauen. Na gut. Leute, wenn es geht, dann benutzt eine Tortendrehscheibe, um die Glasur gleichmäßig auf der ganzen Torte zu verteilen. Aber zuerst müssen wir die Böden mit unserer schönen und leckeren rötlichen Buttercreme schichten. Los geht's! Dieser Backprozess ist irgendwie meditativ. Es ist wie beim Malen. Aha,
die Biskuitflöten die gleiche Menge Buttercreme bekommen sollen. Habe ich recht, Susi? Auf jeden Fall. Jetzt streuen wir die Mini-Schokosplitter auf die Buttercreme. Das reicht. Und jetzt kommt der zweite Boden. So. Toll. Susi, darf ich bitte den Rest der Schichten machen? Na klar. Aber mach auf die obere Schicht der Torte noch keine Buttercreme. Ich bin fertig, Susi. Schauen wir mal. Aha. Oh, perfekt, Sammy. Also Leute, schaut genau hin. Das ist der Grund, warum eine Kuchendrehscheibe für diese Arbeit so wichtig ist. Genauso wie der Spritzbeutel übrigens. Lasst uns weitermachen. Ah, Susi, das wird fantastisch. Leute, macht das vorsichtig und bleibt aufmerksam. Der rote Teil der Torte sollte nicht durch die Creme gucken. So, wir müssen sicherstellen, dass die Creme fest ist. Deshalb stellen wir die Torte für 30 Minuten in den Kühlschrank. Alles klar, Leute, sie ist fertig. Die Buttercreme ist fest. Jetzt können wir mit dem oberen Teil weitermachen. Wir tragen auf die Torte farbige Creme auf. Genau so. Jetzt verteilen wir sie gleichmäßig auf der Oberseite. Susi, ich glaube, das ist deins. Oh, genau das brauche ich jetzt. Danke. Gern geschehen. Juhu, endlich kann ich einen Haken essen. Warte, Sammy. Was denn? Der letzte Schritt heute. Die Wassermelonenstreifen. Leute, zieht Gummihandschuhe an, wenn ihr niemand mit grünen Fingern erschrecken wollt. Yeah, als ob ihr euch in Hulk verwandeln würdet. Wir benutzen einen normalen Schwamm, um die Farbe auf die Torte aufzutragen. Schaut jetzt genau hin. Wir fangen mit den grünen Streifen an. Und wir machen das so. Wenn ihr seht, dass ein wenig rosa durchscheint, macht euch keine Sorgen. Das Grün wird es überdecken. Leute, ihr könnt auch einen Erwachsenen bitten, euch dabei zu helfen. Gemeinsam macht es mehr Spaß. Das stimmt, Sammy. Wenn ihr mit der grünen Farbe fertig seid, nehmt ihr für das Gelb einen anderen Schwamm. Susi, ich denke, es ist okay zu sagen, dass sie nicht wie eine Wassermelone aussieht. Warte, Sammy. Warum bist du immer so ungeduldig? Gib dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zeit. Und schau es dir an. Und, was sagst du jetzt, Sammy? Wow, jetzt wird sie perfekt. Wir sind fast an der Ziellinie, Leute. Lasst uns etwas Magie einsetzen. Alles klar. Schneiden wir sie an. Leute, seid bitte vorsichtig mit dem Messer. Sammy hat recht. Bittet einen Erwachsenen, euch zu helfen. Hopp, so ist's gut. Vorsichtig. Wow, Wahnsinn. Sammy, das ist dein Steck. Endlich kann ich sie kosten. Das ist unglaublich, Leute. Leute, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Drückt die Daumen hoch. Oh, und versucht diese Torte zu Hause nachzubacken. Wir sehen uns. Tschüss.
Wissenschaftler der Welt zu sein, ist eine vielbeschäftigte Angelegenheit. Und auch eine hungrige Angelegenheit. Aber ich habe nie Zeit, richtig zu essen. Ich bin immer so beschäftigt. Also werde ich Essen und Trinken kombinieren. Das wird mein bisher größtes Experiment. Oh, mein Tee wieder, aber das habe ich nicht geplant. Diese Farbe steht mir nicht. Sam, was war das für ein Geräusch? Alles in Ordnung? Alles unter Kontrolle. Dinge passieren, weißt du? Ich glaube, ich weiß, wo ich mich geirrt habe. Sam, wenn du einen leckeren Snack wolltest, hättest du einfach fragen sollen. Ich habe genau das Richtige. Worauf warten wir denn noch? Auf geht's! Und was machen wir jetzt, Susi? Vielleicht eine Pizza bestellen? Ich dachte, wir könnten einen leckeren Kuchen backen. Kuchen? Oh ja, du weißt doch, dass ich Kuchen liebe. Und das wird kein gewöhnlicher Kuchen. Er wird genau so aussehen. Moment, ich verstehe nicht. Wir machen einen Limonadenkuchen? Hä? Du hast gesagt, du willst Essen und Trinken kombinieren, stimmt's? Also, das machen wir jetzt. Zuerst müssen wir die Flasche leeren. Lass mich das machen. Jetzt ist meine Zeit zu glänzen. Erzähl das nicht meinem Zahnarzt. Ich mach das nur für die Wissenschaft. Ah, das war so gut. Sammy, das war unhöflich. Oh, naja, besser draußen als drinnen. Oh, schäm dich. Okay, wir müssen die Flasche in zwei Hälften schneiden. Susi, du musst etwas erklären. Das sieht nicht wie ein Kuchen aus. Wir fangen gerade erst an. Wir müssen erst eine Schokoladenform machen. Hast du Schokolade gesagt? Ich bin gleich wieder da. Sam, warte. Ich habe Schokolade. Sammy? Ach, welche Schokolade willst du? Ich habe von jeder eine. Ich liebe sie einfach. Das ist irgendwie mein Ding. Wow, Sammy, das ist ganz schön viel. Wo bewahrst du das auf? Netter Versuch, Susi. Ich verrate dir nicht, dass ich mein geheimes Süßigkeitenlager unter meinem Bett habe. Warte, ich hab's dir gerade gesagt. Okay, jetzt müssen wir die Schokolade zum Schmelzen bringen. Aber wie? Oh, ich liebe einfach das Gefühl von Wind in meinen Haaren. Ah. Ich bin hinreißend. Genau, tolle Idee. Danke, Sam. Ich hab nie Spaß. Aber es ist für den Kuchen, oder? Also lass ich es durchgehen. Das ist sehr nett von dir, Sammy. Okay, ich glaube, jetzt ist es fertig. Ab in die Flasche damit. Sag nichts mehr, Susi. Ich habe genau das Richtige. Vertrau mir. Bringt es rein, Jungs. Nur noch ein kleines Stück. Fast fertig. Perfekt. Ich dachte, wir kippen es einfach rein. Na, ich glaube, das geht auch. Dann probieren wir deine Idee mal aus. Los geht's. Hey, wir brauchen noch mehr Schokolade, Sam. Du kannst dich auf mich verlassen, Susi. Ich habe hier leckere, zähe, süße Schokolade. Konzentrier dich, Sammy. Wir können nicht alle Schokolade essen. Wir müssen sie für später aufheben. Oh, was hast du gesagt? Ich glaube, ich war zu beschäftigt, damit alles zu probieren. So, fertig. Jetzt müssen wir die ganze Flasche mit Schokolade überziehen. Können wir sie schon essen? Komm schon, Susi, sag mir, dass wir können. Noch nicht, Sammy. Der Plan ist, dass wir einen Biskuitkuchen machen und ihn da reintun. Moment mal, wir tun einen Kuchen in die Schokolade? Wow, so wird ein Schuh draus, Susi. Wusste. Wir müssen einen ganzen Kuchen backen. Bonjour, ich bin der berühmte Kuchenbäcker, Sammy. Ja, fangen wir einfach an. Zuerst brauchen wir Eier. Das ist eine exzellente Idee. Backen und eine Comedy-Show? Gibt es etwas, was ich nicht kann? Schau mich an, Susi. Ich wollte schon immer jonglieren lernen. Nein, Sam, bitte nicht. Wow, wie hast du das gemacht? Das war unglaublich. Ich weiß nicht. Das war komisch. Aber so cool. Jetzt müssen wir die Eier schlagen. Holen wir den Mixer. Wow, guck mal. Das ist so schnell und toll. Ich finde, du solltest nicht so nah rangehen, Sammy. Ich glaube, mir wird schwindelig, Susi. Ich habe versucht, dich zu warnen. Jetzt geh zurück. Oh, oh, ich falle. Oh nein, alles in Ordnung, Sammy? Ging mir noch nie besser.
Was für schöne Sterne. Wow. Gute Nachrichten, Susi. Das Eiweiß ist fertig. Was kommt als nächstes? Wir könnten Honig gebrauchen. Meinst du, du könntest welchen auftreiben? Honig was? Überlass es mir. Ich habe einen Plan. Warum habe ich ein schlechtes Gefühl dabei? Jumm, jumm. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin nur eine normale Biene. Wo ist der Honig? Ich frag mich, warum er so lange braucht. Ha, sie sind hinter mir her. Hilfe, Hilfe. Jemand muss mir helfen. Ich hab den Honig, Susi. Aber ich will ehrlich sein. Dieser Kuchen sollte es wert sein. Danke, Sam. Aber du weißt doch, dass wir Honig in der Küche haben, oder? Oh ja, ich hänge meine Bienenflügel an den Nagel. Jetzt müssen wir nur noch die Eier verrühren. Erlaube mir, Susi. Ich will sicher sein, dass alles perfekt ist. Ich werde nur die Hälfte des Eiweißes hinzufügen, okay? Jetzt müssen wir rühren. Das macht es schön flaumig, Leute. Jetzt kommt das Mehl. Aber wir müssen es langsam unterrühren. Ha, wo bleibt da der Spaß? Guck mal. Oh, Susi, wo bist du denn? Du siehst aus wie ein Gespenst. Oh, ich brauche eine Dusche. Und mit etwas Pflanzenöl wird der Kuchen schön locker und luftig. Und das Backpulver nicht vergessen. Okay, während Sam aufräumt, mache ich den Kuchenteig fertig. Ich habe Sam versprochen, dass es kein gewöhnlicher Kuchen wird. Dafür muss ich den Teig teilen. Das ist schon besser. Wow, wofür ist das alles, Susi? Wir machen unseren Kuchen bunt. Du meinst, wir können gleichzeitig Bäcker und Künstler sein? Ich muss mein Kostüm wechseln. Dieser Tag wird immer besser. Es ist ein Meisterwerk, Susi. Und die Farben sind so toll. Jetzt können wir backen, Sammy. Es ist fast Kuchenzeit. Wow, ich kann es kaum erwarten. Warte, wir haben noch zu tun. Oh. Wir müssen eine leckere, cremige Füllung für unseren Kuchen machen. Cremig, hä? Überlass es mir. Was? Okay, Daisy, ich brauche Sahne. Halt still. Ich dachte, wir können die Sahne nehmen, die ich im Laden gekauft habe. Ich denke, du hast recht. Tut mir leid, Daisy. Arme Daisy. Fast vergessen. Es wird schön und süß. Gute Idee. Kannst du bitte hier fertig machen? Ich muss die Kuchen aus dem Ofen holen. Ach, es dauert zu lange. Lass uns schneller machen. Wir brauchen mehr Kraft. Okay. Sam, was ist hier passiert? Der Mixer hat seinen eigenen Willen. Er ist außer Kontrolle. Okay, lass uns die Glasur in Spritzbeutel füllen. Endlich, es ist Zeit, den Kuchen zu backen. Bin zu aufgeregt. Zuerst müssen wir den Kuchen in die richtige Größe schneiden. Wir können einen Keksausstecher nehmen. Ich dachte, er wäre hier. Juhu, ich bin eine Naturtalenterin. Ja, nicht so schnell. Und genau so. Der Kuchenboden hat die perfekte Größe. Seht selbst. Jetzt fehlt nur noch der Zuckerguss. Und er ist genau hier, Susi. Und los geht's. Wow, das sieht ja hypnotisierend aus. Und jetzt sorge ich dafür, dass das Ganze in Form einer Flasche zusammenhält. Jetzt können wir das obere Stück der Flasche draufsetzen. Das war's.
Hey, ich habe eine Idee. Gib mir eine Sekunde, Susi. Wir brauchen einen Deckel für die Flasche. Und das ist der schönste Deckel, den du je gesehen hast. Danke, er ist perfekt, Sam. Tolle Arbeit. Jetzt fehlt nur noch eins. Ein Etikett. Perfekt. Wow, das ist toll. Es ist besser, als ich es mir je hätte vorstellen können, Susi. Ich bin so froh, dass es dir gefällt, Sammy. Und dein Experiment war ein Erfolg. Du hast Essen und Trinken kombiniert. Du hast recht. Ich werde berühmt. Danke euch allen. So, das ist meine neueste Kreation und sie ist fertig. Ups. Noch ein Experiment? Was ist es diesmal? Ein Unsichtbarkeitsspray. Ich habe die Formel perfektioniert. Unsichtbarkeitsspray? Das gibt es wirklich? Oh ja, aber du musst super vorsichtig damit sein. Ein Tropfen und du bist völlig unsichtbar. Du machst Witze, oder? Funktioniert das wirklich? Das war's für heute, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Spät. Jetzt kannst du die Mütze ausprobieren. Gib mir, gib mir. Wer seid ihr? Hallo, Freunde. Willkommen bei Sammys Magic Show. Danke. Vielen Dank. Also für meinen besonderen Trick brauche ich Freiwillige. Hey, ich bin hier. Ich bin Freiwilliger. Wählt mich. Toll. Wähle deine Karte. Komm schon, nicht so schüchtern. Das kannst du mir doch nicht einfach so zeigen. Okay, hier sind die Karten. Mal sehen, ob ich deine Karte erraten kann. Kann er das wirklich? Keine Ahnung, mal sehen. Wie spannend. Also, ist das deine Karte? Nee. Der kann nicht mal den einfachsten Kartentrick. Doch, das kann ich. Es ist nur ein ehrlicher Fehler. Lass uns weitermachen. Ist das deine Karte? Nein. Wo ist dann deine Karte? Hier ist sie. Ich hab's dir doch gesagt. Erinnerst du dich? Was? Hast du das mit Absicht gemacht? Verschwinde! Na gut. Betrüger, hau ab! Hallo Freunde, wie geht's? Lange nicht gesehen. Was machen wir heute? Hör auf zu quatschen, Susi, sieh lieber nach, was unter dem Ding ist. Okay, was das wohl ist? Alles, was du liebst, das habe ich selbst gemacht. Oh, wie nett von dir, aber der Tee ist schon kalt und die Marshmallows sind halb gegessen. Du hättest früher kommen sollen, ich war am Verhungern. Oh, okay, danke, dass du es trotzdem versucht hast. Also, was machen wir heute Lustiges? Vielleicht ein Rockkonzert? Ein Kochwettbewerb? Oh, wir machen Fight Club! Nein, Sammy. Wir machen coole Zaubertricks. So wie den hier. Guck mal. Bibbidi Bobbidi Woosh. Und im Zauberhut ist eine Babygiraffe. Ist sie nicht süß? Wow, jetzt bin ich dran. Bring den Hut. Klick, klack, klack. Jetzt kannst du den Hut okay. überprüfen. Okay. Oh nein, eine Kakerlake. Alles in Ordnung, Sammy? Ja, nur ein bisschen. Okay, vergessen wir den Spaß und machen wir uns an die Arbeit. Ich bin bereit. Ich werde nicht versagen wie in meinem Traum. Ich glaube an dich. Beeil dich und bring mir zwei Gläser. Ja, ich bin dran, Susi. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich verspreche es. Hui! Okay. Hier sind ein paar von Sams Lieblingskeksen. Ich nehme das. Oh, danke. Hey, das sind meine Kekse. Ja, und die brauchen wir für unsere Tricks. Okay. Moment mal, die Packung ist leer. Wo sind die Kekse? Siehst du, lustige Geschichte. Ich hatte Hunger. Was? Gut, hoffentlich ist der Trick gut.
So, Freunde, wie ihr seht, brauchen wir eine Verpackung und zwei hohe Gläser. Die Verpackung kommt jetzt hier hin. Und das Glas ziehe ich jetzt ganz langsam weg. Oh nein, Susi, hör auf damit, die Verpackung fällt runter. Keine Angst, ist schon gut, siehst du? Wow, wie ist das überhaupt möglich? Es hängt einfach so in der Luft. Ja, ich habe dir doch gesagt, dass ich einen Trick zeige, einen Zaubertrick. Nein, du musst geschummelt haben und das finde ich heraus. Kein Schummeln, versprochen. Ich bringe es dir später bei, ja? Ja, wie du sagst. Mal sehen, was ich kann. Eins, zwei, drei, lass den Zauber geschehen. Yay! Voila, siehst du, es ist weg. Ziemlich cool, oder? Jetzt lasse ich es wieder erscheinen. Drei, zwei, eins, voila. Ah! Warum habe ich heute so ein Pech? Hast du zufällig Durst? Du weißt doch, dass ich immer Durst habe, natürlich! Durst nach Macht! Dann wird dir eine Orangenlimo sicher schmecken. Oh, kann's kaum erwarten. Vorsicht, Sammy. Wie soll ich denn die Limonade einschenken, wenn das Glas auf dem Kopf steht? Ich dachte, in dieser Folge geht es um Zaubertricks. Ich mache gerade einen für dich. Schau dir das an. Wir nehmen das Glas und zack. Die Limonade ist weg. Wow, wo ist sie hin? An einen magischen Ort. Erst meine Kekse und jetzt meine Limonade. So ist es besser. Gib her, gib her. Noch nicht. Lass mich dir noch einschenken, die wir nicht für den Trick benutzt haben, okay? Hier, bitte. Ach, du kommst nicht ran? Komm, ich helfe dir. Sehr geehrte Damen und Herren, nur heute gibt es das leckerste Eis in allen Geschmacksrichtungen. Oh, da kommt der Eisverkäufer. Gerade noch rechtzeitig. Hey da, gib mir das beste Erdbeereis, das du hast. Mit Vergnügen. Das macht 3 Münzen. Ich habe doch 3 Münzen, oder? Was? Ich habe nur noch eine und sonst nichts? Oh nein, das kann nicht sein. Susi! Susi, hilf mir, ich brauche mehr Münzen. Oh, natürlich. Komm mit. Ich habe einen Zaubertrick, der dafür perfekt ist. Ein Zaubertrick für unendlich viel Geld? Nimm alles! Okay, für den Trick brauchen wir 2 Teller und 1 Münze. Die legen wir hier rein. Freunde, passt auf. Na, wie gefällt dir das, Sammy? Wow, wie hast du das gemacht? Unglaublich! Krieg ich jetzt mein Geld? Klar doch, nimm alles. Aber wenn ich wiederkomme, erzählst du mir alles. Hier, 3 Münzen, sagtest du? Ein Erdbeereis kommt sofort. So lecker. Upsi. 5-Sekunden-Regel. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Susi, ich will meine Antworten. Okay, mein ungeduldiger Freund. Ich bin bereit, dir zu verraten, wie man diese Zaubertricks macht. Wirst du es geheim halten? Natürlich. Freunde, ihr versprecht es auch nicht, wahr? Dann abonniert unseren Kanal und lasst uns ein bisschen zaubern lernen. Wir fangen ganz von vorne an. Was den Verpackungstrick betrifft, so habe ich vorhin etwas versteckt. Lass mal sehen. Ziemlich cool, oder? Oh, brillant. Wie konnte ich das nur übersehen? Und für diesen Trick habe ich ein Glas mit doppeltem Boden benutzt, siehst du? Der Boden ist in das Glas gefallen. Deshalb hast du mich nicht daraus trinken lassen. Schlau. Und schließlich haben auch unsere Teller einen doppelten Boden. Hier legen wir unsere Münzen hin. Und dann machen wir das Wusch. So einfach. Die Münzen waren also die ganze Zeit da? Es ist unglaublich, Susi. Okay, okay. Jetzt zeige ich dir meine Tricks. Willkommen bei Sammys Magic Show. Oh, ich hoffe wirklich, dass es nicht so wird wie in meinem Albtraum. Komm schon, Sammy, juhu! Zeig uns, was du kannst. Okay, für meinen ersten Trick werde ich verschwinden. Jetzt musst du die Decke nehmen und vor mir ausbreiten. Kannst du das, Susi? Kein Problem. Eigentlich habe ich hier eine sehr schöne Decke. Ah, perfekt. Bist du soweit? Los geht's, Susi! Hä? Was? Wer seid ihr denn? Ich bin Sam. Und ich bin Sam. Wow, das ist ja unglaublich. Bravo, Sammy. Danke, danke. Sie redet mit mir, Leute. Wie auch immer, Freunde, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye. Oh, no, no, no. Your stepmother made me sort this mud of beads all night long. How am I gonna get to the ball now?
It's not like that. We're just preparing for the new craft. Shush, Susie. They will see for themselves soon. Could you just play along? Oh, okay. Everything should be ready in a minute. So scary. I need to hurry up, friends. Here we go. Whoa! Where is Sue? I have so many options in my head. Hi there. What's up? We're talking about our new craft. Look, do you like it? But what is it for, Sammy? Tell us more. It's the design of our beaded bag. Wait, this won't do. Hey! You prepared another design yesterday. This one. Oh, whoops. I forgot. Friends, do you want to make a burger bag next time? Give us a thumbs up then. Whoa, what is it? Some kind of a delivery? These are the beads. We'll use them to make a tasty watermelon pulp. Susie, this is not enough. Take this and I'll bring some more. Friends, what do you think Sam has in mind? He's so unpredictable, right? Yes, yes. Big trucks. That's right. Waiting for you. Sue, it's coming soon. Now we have enough of the pulp and the peel. Follow my lead, everyone. First, we'll take a green bead and thread the line through it. Hey, bead, speed up. We have a long way to go. Now we'll tie a knot like this. Hop and repeat. No worries, Susan. I'll clean it up now. Out! Oh, out! Wait, we'll need this color soon. Don't take them away just yet. Here we'll use the same knot technique. You see? And hop. Okay, and what comes next? Huh? I'll show you how to get to the next row. Wow, this should be interesting. I'm all eyes. Hold the line till the end and keep working as we did before. Do we really need that white part for our baggie? We really do. This part of watermelon is rich in vitamins. Wait, but it's not tasty. Can we skip it somehow? Okay, stop whining. Let's just move to the sweet red part. We can already see the juicy pulp and a bit of a peel. Here we go. So, Sammy, do you like it? What about the seeds? It won't look real without them. And it will look boring, right? Let's add the seeds using black beads. Oh, what a juicy watermelon. I taste it now. Sue, hurry up! No, Sam. The bag is not ready yet. We've gotta be patient. Friends, do you think our craft looks like a watermelon slice already? Not really, Susie. Let's keep moving. But we're on the right way. Oh, Sammy, I think I don't have enough line. What should I do? Don't panic. Super Sam will save you. Great, but what's next? You just keep making our delicious watermelon. Didn't you get that? Huh? But how should I do it? I forgot. As soon as you thread it through, hide the line in the weaving. Okay, I can do that. Friends, remember this new life hack. By the way, I brought more beads. Beep, beep, make way. Whoa, do we need that many? Sammy, I can see you. Where are you? I'm here. So many things here. Take it. I helped you a bit. Oh, my hero. Thanks. I can't do without you. Sammy is irreplaceable, right? Give him a thumbs up. Friends, do you see it? This is the wrong watermelon. What is missing here? I don't see any hands. Oh, I know, Professor Sam. We're missing the peel. You're wrong, Susan. We're missing the other half. Ta-da! Wow, look, they are identical. Can you find the difference? Maybe it's the taste? Oh, no. Susie, give it to me. You'll make holes in the bag. Relax, it was just a joke. How do we put them together, though? We'll show it in a few seconds. Stay tuned, everyone. It's gonna be fun. So now we're gonna add the green beads. We have so many of them. Right. We need a lot to make the green peel. But I forgot, what do we start with? I'll help you recollect. We need more line. Better take a longer one. Exactly. We need to thread it through the lower beads. Here we go. Hey, wrong way. Come back here. Whoa. Okay.
Okay, now we'll insert the line into the opening of the last bead. Woohoo! I did it! And I ordered a helicopter bead delivery! Sammy, thank you. That's exactly what we need. For now, I'll take three of them. Hop, watch closely. Here we'll make that kind of a loop. Let me see now. Looks good. Did you have any doubts? Friends, to continue our work, we'll thread another line through the bead, like this. This time, we need just two. And here comes the next stage. Sammy, look. I guess we're missing something. What do you think? Holy cannoli. Sorry, I couldn't bear this beauty. Let me see, though. What about this half? Wow, it came out great! Do you agree, friends? Now we need to put them together. Do you need more line? Thanks. It's kinda heavy. Whoa, what's all this? These are my helpers. I couldn't bring this line alone. Aw, you're so modest. Can you bring a bead, though? I already did. Friends, do you like our bag? Give us a thumbs up. And we'll keep weaving. The bead is already on the line. Now we'll thread it through the second part of our bag, this way. Let's add another bead to the line. Hop. And tighten the line inside crossways. And the bag is ready. Look, we can put a whole slime inside. Hey, Sue, but how will you carry me? We'll make the handle right now. Stay tuned, everyone. Let's measure the length of the handle. Sue, show me your arm, and I'll… Sammy, what are you doing? We'll measure the length differently. Let's see. I guess this length will work just fine. But we're gonna need lots and lots of line. And even more beads! Just don't change the shape. Look carefully. Susie, is it ready yet? I can't wait already! Check this out. Do you like it? Is that all? Are you kidding me? It was just a joke. Here it is. Totally ready. Great! Let's fit it now! Here! Looks awesome! Not bad, Sammy, but let's move it a little bit. Okay, you're right. Let it be so. Let's attach it then. We'll thread the line through the lower bead. Oh, holy cannoli, it's so much work. We'll fix it right here. And done. Hop. Looks really cool, don't you think so? Yay! Now we'll just tuck the ends of the line to fix everything really good. That's easy. Pull it to yourself, Sue, and I'll pull it to the other side. Check out what we've got already. Click. Ew, that was a hard one. So, shall we proceed? I think it looks fantastic. What do you think, friends? Give us a thumbs up if you agree. Sue, let's show what we can put inside. Sure. We'll fill it up with just necessary stuff. We can go outside and write down everything we want. Don't forget the glasses. Voila! Oh, Sue, what if I want to take pictures? No problem. A smartphone fits perfectly inside too. Check this out. It just disappeared. Here. Maybe you'll here. Never find it, Sue. Why, wow. You? Tell me right now. I'm late for the date. Okay. It's here. I'm being honest. Oh, here
Here it is. Oh, wait, it's just a regular watermelon piece. I'm sure I hid it right here. Oh, shiver me chatters, where is it? Oh, I found it. Phew. Yay! So I have to hurry up now. My cell phone is with me. Bye, Sammy! Bye, everyone! See you around! And I will have a snack. Friends, subscribe to our channel, give us a thumbs up, and bye! Alles klar. Bleistift, Cutter, Lineal. Hallo, Leute! Heute bauen wir ein neues Haus für Coco, unseren Hamster. Ich warte nur noch auf Sam mit dem Karton. Sammy? Lucy, ich habe schlechte Neuigkeiten. Uns geht der Karton aus. Oh. Nun dann. Es ist vorbei. Coco bekommt kein neues Haus. Er wird so traurig sein. Und keine Sorge, Sammy. Wir zeichnen ein Haus mit einem Stift. Ich habe schon hunderte Hamsterhäuser gemalt. Aber in keinem konnte ein Hamster leben. Ha! In unserem Haus wird Coco sogar Zeit in der Natur verbringen können. Wenn du so ein Haus wirklich zeichnen kannst, dann putze ich eine ganze Woche lang. Abgemacht. Wow! Warum brauchst du hier einen Ball? Sie wollte nur zeichnen. Das ist verdächtig. Oh, danke, Sammy. Das ist der Stift, mit dem ich das Haus zeichnen werde. Erkennst du ihn wieder? Warum sollte ich? Oh, Sammy. Und du nennst dich einen modernen Schleim. Das ist ein 3D-Stift. Damit zeichnest du mit Plastik. Zukunftstechnologie für zu Hause. Oh, 3D-Stift. Warum hast du mir nie gesagt, dass wir ihn haben? Du hast nie gefragt? Du musst mir solche Dinge zeigen, auch wenn ich nicht frage. Aber dann wäre die Überraschung ruiniert. Da hast du recht. Oh, warte, warte! Was ist los? Es ist ein Hamsterhaus. Ja? Aus Kunststoff. Oh, ich habe verstanden, was du meinst. Keine Sorge, Sammy. Dieser Kunststoff ist für Coco unbedenklich. Selbst wenn er ihn annagt. Wirklich? Ja, das ist PLA-Kunststoff. Er wird aus Mais oder Zuckerrohr hergestellt. Und er ist vollständig biologisch abbaubar. Oh. Na dann mache ich mir keine Sorgen. Weder um Coco noch um die Umwelt. Mach weiter. Hätte ich mal nicht versprochen, eine ganze Woche lang aufzuräumen. Upsi. Sammy, sabotierst du das Projekt, um zu gewinnen? Dass Coco ein Haus bekommt. Schön, dass du dich um ihn kümmerst. Warum zerschneidest du es? Na, ich muss das zukünftige Haus vom Ball nehmen. Keine Sorge, ich repariere es schnell. Genau so. Technologie. Ohne Klebstoff. Leute, seid vorsichtig. Der Kunststoff im Inneren des Stiftes ist heiß. Die Basis ist fertig. Lucy? Ich habe viele Häuser gezeichnet und sie haben immer Fenster und Türen. Auch wenn das Haus aus Kunststoff ist? Vor allem, wenn es aus Plastik ist. Okay, okay. Wir machen eine Tür und ein Fenster. Wir müssen nur die Rahmen markieren. Hier ist der Eingang. Und hier das Fenster. Vorsichtig. So, klein und schön. Hopp, bist du jetzt glücklich? Ja, nein. Warum ist das Haus so löchrig? Weil das die Basis ist. Puh. Bin ich wieder voreilig? Ja, Sammy, du bist wieder voreilig. Man braucht Geduld, um ein Haus wie dieses zu zeichnen. Leute, eigentlich ist unser Sammy geduldig, aber manchmal will er alles sofort. Was ist mit euch? Oh, oh, Leute. Ich schätze, ich werde diese Wette verlieren. Gebt mir eure Daumen hoch, um mich moralisch zu unterstützen. Bitte. So, keine Löcher mehr da. Es erinnert mich an etwas. Wirklich? An was? Nun, dieses Haus ist rund. Ja. Und grün. Ja, das ist es. Und mit Streifen. Und mit Streifen. Ich denke da an eine Sache, die ich sehr liebe. Oh, wirklich? Du machst ein Wassermelonenhaus. Das stimmt, Sammy. Leute, mögt ihr Wassermelonen so sehr wie ich? Schaut euch unsere Melonenvideos an. Alle Links findet ihr in der Beschreibung. Obwohl dieses Haus aus Plastik ist, rieche ich den Duft einer Wassermelone. Komm, wir machen es noch realistischer. Sammy, bringst du mir bitte einen Bleistift und ein Stück Papier? Hä? Jetzt willst du doch noch normal zeichnen? Naja, irgendwie... Dann habe ich noch nichts verloren. Wir müssen die Maße des Bodens wissen. Es ist sehr wichtig, keinen Fehler zu machen. Aha, das ist meine Vorlage. Mit dem Kunststoffstift zeichne ich eine Kontur.
Upsi, da habe ich mich zu früh gefreut. Die 3D-Zeichnung geht weiter. Jetzt befestigen wir den Boden an der Basis. Mach ich gut. Damit der Boden nicht abfällt. Erledigt. Susi, vergiss nicht, dass Wassermelonen immer rot sind. Oh, stimmt, Sammy. Genau das brauche ich jetzt. Hey, du ruinierst meine Zeichnung. Ich habe 5 ganze Minuten dafür gebraucht. 5 Minuten? Wow, das hätte ich nicht gedacht. Leute, was könnt ihr in 5 Minuten zeichnen? Schreibt es in die Kommentare. Brauchst du jetzt die rote Stiftmine? Ja, Sammy. Vielen Dank. Gleich bin ich fertig und wir haben eine tolle Wassermelonscheibe. Ich schätze, du wirst unsere Wette gewinnen. Ich hol dann mal Besen und Mop. Ach, Sammy, ich bin bereit aufzugeben. Wirklich? Ja, wenn Coco das Haus mag, übernimmst du 3 Tage lang das Putzen statt eine ganze Woche. Hurra! Ich muss kurz mit Coco reden. Willst du nicht sehen, wie ich das Haus zu Ende baue? Nein, ich sehe später. Wie du willst. Wir müssen die Scheibe richtig gut befestigen. Mit dem gleichen Kunststoff. Susi, Coco sagt, er mag weiche Böden. Also habe ich das hier gemacht. Wow, danke, Sammy. Legen wir den weichen Melonenteppich rein. Am Fenster fehlt etwas. Hopp, so ist es besser. Was sagst du dazu? Mein lieber Bim-Bom. Susi, du bist offiziell die Gewinnerin. Du hast es geschafft, ein Hamsterhaus zu zeichnen, in dem man leben kann. Fragen wir Coco nach seiner Meinung. Oh, ich denke, es gefällt ihm. Ich bin so glücklich. Aha, er hat sich sogar einen Snack mitgebracht. Mach ich dir bequem. Ich würde auch gerne in so einem Haus wohnen. Du kannst Coco besuchen, wenn du willst. Leute, gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Haus gefällt. Und abonniert unseren Kanal für unsere neue Wette, die ich dann aber gewinnen werde. Was? Ups, ich meine, klickt auf die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Bis bald! Bye.